Ich begrüße euch wieder. Hier ist wieder eure Susanne Lora. Ich habe mich kurzfristig jetzt mal entschlossen für ein Video. Wie kann ich Opfer werden in 8 Schritten? Warum habe ich euch dieses Video aufgenommen? Ganz einfach, weil ich einfach die Behauptung aufstelle, dass du jeden zum Opfer machen kannst. Jeden. Du brauchst nur bestimmte Schläge. Du brauchst es repetieren, dann kannst du also dieses Wiederholen in dieselbe Kerbe und damit kannst du jede Eiche fällen. Ja? Und warum ich dieses Video eben mache, ist, dass ich ein bisschen damit aufräumen will, dass ihr das Gefühl habt, bloß weil du schwächelst oder weil du vielleicht in einer Kollusion warst, in einer toxischen Kollusion, in einer narzisstischen Kollusion, weil du wegkommen darfst von der Idee, dass du Schaden hast, dass du neben der Kappe bist, dass du jetzt an deinem Seelenheil herumdoktern musst, weil irgendwas schief ist, weil sonst würdest du diese Leute nicht anziehen. Und ich behaupte einfach mal, es wird jeder Opfer. Ja? Und warum stelle ich diese Behauptung auf? Weil ich ja neben meinem Job als Coach oder als psychologischer Berater auch viel den Job habe, dass ich in Firmen muss, in Workshops, in Seminaren, aber auch in Business Coachings, wo ich gruppendynamische Prozesse mir betrachten muss und gucken muss, was passiert da drin, wer ist Auslöser, wer ist Täter, wer ist Opfer und was muss man tun. Ja, und von daher kriege ich ganz genau mit, dass es bestimmte Mechanismen gibt, durch die man Opfer werden kann oder zum Opfer gemacht wird. Und nicht, weil du schwach bist, sondern meistens werden die Leute geköpft, also ihr verzeiht mir jetzt einfach mal den Ausdruck, ja, die die Stärksten sind, die hellste Glühbirne oft in Betrieben haben, weil sie oft Konkurrenz darstellen oder im Sonnenlicht stellen. Ja? Und jetzt schauen wir uns einfach mal diese Prozesse ein bisschen an. Ich habe das deswegen in 8 Schritte mal ein bisschen gegliedert, dass es für euch nachvollziehbarer ist, dass ihr das so ein bisschen auch temporal verfolgen könnt. Also gehen wir mal auf den ersten Schritt zu. Der erste Schritt ist der, dass wir schon mal ganz klar sehen müssen, dass diese oft hochnarzisstischen Personen, ja, oder manchmal geht es ja wirklich in die Psychopathie auch hoch rein, also rein, gerade im Finanzwirtschaft, Politik, ja, Führungsjobs und so weiter, ja. Und da müsst ihr einfach klar, da muss euch klar sein, dass das hochintelligente Leute sind, der harmlose Narzisst, der da so auf seiner Bühne rumtanzt, ja, und seine Kapriolen da schlägt. Es sind eigentlich wenige. Es sind oft sehr ganz, also klar denkende Leute, intelligente Leute, und je psychopathischer jemand ist, desto listiger und brillantere Strategen sind es. Ja? Also das heißt, da gibt es nicht so die Ausrede, ja, das ist halt Zufall und die können es und wissen es halt nicht besser und es sind ja eigentlich auch nur arme Menschen, sondern es steckt sehr häufig Kalkül dahinter, weil es um List geht, um Schachspielen geht und weil diese Leute, das muss uns klar sein, seit ihrer Kindheit es gelernt haben, ja, zu beobachten. Ja? Und das ist auch die Grundlage, warum sie so gut sind, weil sie Menschenkenner sind, weil sie beobachten können, weil sie genau wissen, mit wem habe ich zu tun und wie kann ich ansetzen. Ja? Und das sieht man oft sogar schon im Kindergarten, im Vorschulalter. Es sind Kinder, die können ausspielen, die können manipulieren, die können ihre Kindergärtnerin manipulieren, dass sie das dann letztlich machen, was sie wollen, oder auch die Kinder untereinander ausspielen. Also das fängt relativ früh an und da kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn die erwachsen werden, wie gut und wie brillant sie sind. Der zweite Schritt ist jetzt ganz wichtig, dass du weißt, dass sie gute Ausspäher sind. Ausspähen heißt, sie beobachten ganz genau, mit wem habe ich zu tun. Sie können in 3D quasi die Schlüssellöcher einer Person scannen, ja, und dabei ist egal wer, ja, das muss keine schwache Person sein, sondern sie gehen hin, gucken, was ist das jetzt für ein Mensch da drüben, was muss ich tun, damit ich die Tür aufkriege. Und was sie dann zusätzlich eben können, wenn sie jetzt da vermedert haben, sie haben das jetzt ausgemessen, sie können in Windeseile genau den Schlüssel herstellen, der da reinpasst. Was heißt das in dem Fall? Sie können sich jetzt praktisch Chinesen, die Kleider des chinesischen Königs anziehen,
Ja, sie können wie Chamäleon, können sie jede Farbe annehmen, jede Strategie, jede Schwingung, jede Melodie eines Menschen aufnehmen und auch widerspiegeln. Und auch hier ist es so, je psychopathischer ein Mensch ist, desto gewiefter ist er. Ja? Und desto brillanter ist auch hier im Schauspiel. Also es ist nicht so, dass du jetzt zum Beispiel einen psychopathischen Menschen neben dir erkennst, der hat weder Vierecke im Gesicht, noch erkennst du ihn an seinen Taten. Ganz im Gegenteil, der ist brillant, der ist eloquent, der ist charmant, der macht ein Bühnenstück nach dem anderen, dass du sagst, wow, was ist das für ein charismatischer Mensch? Also, zweiter Punkt, 3D-Scan, deine Schlüssellochs, wenn du so willst, und den richtigen Schlüssel dazu herstellen. So, dritter Schritt ist jetzt, dass die blitzschnell Vertrauen aufbauen können. Das hast du vielleicht schon gemerkt, wer mit toxisch-narzisstischen Menschen zu tun hatte, die haben also die legen ein Tempo hin, eine Raffinesse legen die hin, ja, dass du sagst, ja, wow, wie hat er das jetzt gemacht, ja? Ja, die erschleichen sich das Vertrauen, du hast das Gefühl, das ist der Mensch, das ist dein Seelengegenüber, weil der genauso schwingt wie du. Ja? Also er versucht Vertrauen zu gewinnen, damit, wie beim Angler auch, der Fisch in die Nähe der Angel kommt quasi. Also er nähert sich an. Und da folgt auch jetzt der nächste Schritt, da sind wir jetzt im vierten Schritt. Jetzt wird versucht, eine Illusion herzustellen. Also der Fisch, der kriegt jetzt den passenden Köder verpasst, ja? Also wenn ich weiß, dem schmeckt das und das und das, dann hänge ich keine Schokoladenstückchen hin, bloß weil die mir schmecken. Also es wird eine Illusion verkauft, es wird ein Theater geschaffen, eine super Kulisse, es werden praktisch Träume verkauft und der andere kriegt jetzt in Häppchen mehrmals hintereinander, das ist wichtig dabei, die Wiederholung, ja, kriegt er dieses Häppchen verpasst und sagt, wow, das ist der Mensch, das ist der Retter, das ist der Heiler, das ist der, der alles bieten kann, damit endlich meine Sehnsucht, mein Traum Wahrheit wird. So, und da haben wir jetzt schon wieder den Ansatz, den nächsten manipulativen Ansatz. Durch dieses Repetieren, durch dieses Wiederholen des Futtergebens, ja, entsteht ein Suchtverhalten. Also das ist quasi wie ein Anfüttern, ja. Ein Anfüttern mit einer Droge, wenn du so willst. Und ab da geht es ja schon mal los. Da kommst du in so eine Fleischmühle dann rein. Ich habe das irgendwann mal in einem Video mit dieser Fleischmühle verglichen. Wisst ihr das noch? Wo man sagt, man tut einen Finger rein und wupp, dann zieht es dich rein. Weil ab da hat der andere kaum mehr Möglichkeiten, ja, zu fliehen oder zu flüchten, weil hier Suchtverhalten eintritt. So, ist jetzt praktisch der Köder an der am Haken, ne Quatsch, Köder am Haken, der Fisch am Haken quasi, setzt jetzt ein Spiel ein, muss man ganz klar sagen, was man übertiteln kann mit Zuckerbrot und Peitsche, ja? Oder ich gebe dir und ich nehme dir. Ich gebe dir, ich nehme dir. Also das heißt, ich fütter dich jetzt und nehme es aber wieder weg und sage, du, heute kriegst du nichts. Dann gebe ich dir wieder was und dann nehme ich es wieder weg. Also der andere sitzt jetzt wie ein Eichhörnchen, wenn es blitzt vor dem, wie habe ich damals gesagt, Kaugummikugelautomat und guckt jetzt, dass endlich aus dem Loch da oben doch eine Kaugummikugel rausfällt. Und manchmal wartet er 3 Tage oder manchmal 4 Tage, ja, aber irgendwann kommt wieder ein Kügelchen. Und das ist jetzt wieder ein Manipulationsverhalten, was dich komplett ins Suchtverhalten reintreibt. Also der Betroffene guckt jetzt nicht mehr rechts oder links, also du kommst schon gar, bist schon gar nichts mehr in der Entscheidungsfreiheit, sondern du guckst nur noch auf das kleine Loch, wo du doch diese Kaugummikugel herauskommen sollte. Ja? Und ab da kannst du dir echt abschminken, dass du aus so einer Abhängigkeitssituation noch eigenmächtig groß praktisch herauskommst. Ja? Und wo zeigt sich das oft? Das zeigt sich dann zum Beispiel auch in Partnerschaften, kennst du es vielleicht? Da ist jemand da und dann plötzlich ist er wieder weg. Und dann meldet er sich nicht oder taucht nicht auf oder ja, also es ist so eine Art Liebesentzug, ja. Oder du hast das Gefühl, es ist ein gutes Klima, es ist heute gut gelaufen, freust dich, super, kein Streit, kein nichts und zack, der Schalter fällt um,
ja, und der andere ist schon wieder stinkig aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, ja, oder dann kriegst du noch ein bisschen Schweigephase rein, ja, Silent Treatment, das ist auch so eine ganz schlimme Sache, wo quasi der andere, ja, der fängt Schwimmen an, der verliert jede Stärke, jede Kraft, jede Energie. Und darauf zielt es ja auch in diesen Manipulationsspielen, dass der andere geschwächt wird. Ja, er wird geschwächt. Das kannst du dir ja vorstellen, dass in Wirtschaft oder Politik oder da, wo es um viel Kohle oder Macht geht, da geht es um Schwächung. Da geht es um den anderen am langen Arm verhungern lassen und zu schwächen, dass er ins Stolpern, dass er ins Trudeln kommt. Ja? Und dann ist jetzt die Geschichte, dass wenn du jetzt den anderen in diesem Spiel drin hast schon, ja, dass er fokussiert ist auf dich. Und jetzt kommen sämtliche Repertoires der Manipulationsstrategien. Da verweise ich euch auch ein bisschen auf die anderen Videos, die ich habe. Die meisten wirst du kennen. Also ich meine, so Sachen, das ist ja noch offensichtlich, sowas wie Dauerkritik, ständig dich schwächen durch Abwertungen, durch Nörgeln, nie kannst du was recht machen oder so, ja. Oder durch die verstärkte Form dann auch des Bedrohens oder des Angsteinflößens. Ja, ich kann dir ja auch Angst und Schrecken versetzen, wenn ich sage, ich gehe. Wenn du das und das nicht magst, dann gehe ich. Ja? Auch das sind ja ganz starke Manipulationsmittel. Ja? Ganz starke Manipulationsmittel. Und das haut den stärksten Mann und die stärkste Frau um. Und es sind ja nicht nur diese zwei Sachen, sondern es sind ja auch dann so Sachen wie zum Beispiel, was gibt es denn noch? Isolation. Du wirst isoliert, du wirst wie auf eine Insel gestellt und außenrum wird alles abgegraben. Ja? Du sollst mit deiner Verwandtschaft, mit deinen Freunden nichts mehr machen, du wirst von anderen Parteien abgegraben. Ja? Du sollst dich nämlich nicht austauschen. Ja? Nicht austauschen, du sollst kein Regulativ mehr haben. Und wenn ich noch, wie gesagt, was ich vorhin gemeint habe, noch Silent Treatment ansetzt bei dir, ja, dass du mit mir dann auch nicht mehr reden kannst oder dass ich dich einfach nur noch wie Luft behandle, was meinst du, was das mit einem Menschen macht? Das ist wie Isolationshaft. Zeig mir den, der ein paar Tage in Isolationshaft sitzt und nicht langsam einen an der Kirsche oben kriegt, ja? Auch da siehst du, ist bewusst die Schwächung des anderen beabsichtigt, ja? Gut, was haben wir noch? Lass mich mal gucken. Also ich habe mir da viele aufgeschrieben. Ich habe jetzt nur mal die wichtigsten hole ich raus, dieser Manipulationssachen. Zum Beispiel auch Gaslighting, ja, da habe ich ja auch ein Video zugemacht. Oder Triangulation, ja, gruppendynamische Prozesse. Wenn ich da ein paar Flying Monkeys auf dich loslege oder mache eine Triangulation mit dir, dass du allein gegen zwei zum Beispiel bist oder sowas. Leute, das hält keiner durch. Ja, Mobbingprozesse sind darauf aufgebaut, dass du mehrere gegen dich hast und dass dir die Füße wegreißt. So schnell kannst gar nicht gucken, ja? So schnell kannst nicht gucken, wie du die Kraft verlierst, ja? Und ich will einfach, dass ihr begreift, dass diese Summe dieser Manipulationsmechanismen vollkommen an deiner Wahrnehmung und an deiner Entscheidungsfähigkeit praktisch arbeitet. Du kannst dich nicht mehr entscheiden. Du kannst dich kaum mehr bewegen. Du kannst kaum mehr einen klaren Gedanken fassen, ja? Oder dass du noch sagst, ja, was ist jetzt Recht, was ist Unrecht, sondern ganz im Gegenteil, du fängst dann an zu grübeln, zu denken, zu reflektieren, willst dich immer noch mehr bemühen, weil du willst ja nichts falsch machen, du willst ja nicht schon wieder Schuld oder Kritik oder Beanstandung kriegen. Und da werden die Leute kirre, die werden wahnsinnig. Du kannst jemanden durch diese Mechanismen der Manipulation in den Wahnsinn treiben. Ganz, ganz ehrlich so gemeint, in den Wahnsinn. Ja, und das Schlimme ist, und das ist jetzt dann auch der achte Schritt, wenn du dann leer bist, wenn du kaputt bist, wenn du ausgelaugt bist, wenn du energetisch oder auch ökonomisch oder was auch immer ausgepresst bist wie eine Zitrone, ja, verliert der andere die Lust am Spiel, weil er wollte ja Macht haben von dir, er wollte ja irgendwelche emotionalen Ressourcen. Und wenn du nichts mehr zu bieten hast, dann lässt er dich fallen wie eine heiße Kartoffel. Das ist eine der grausamen letzten Regeln dieses Spiels.
Das heißt, du wirst wie nasser Lappen zurückgelassen. Das muss dir klar sein. Und viele von euch, die, ja, die mir meine Videos ja angucken, die sind ja in dieser Lage schon gewesen. Dass du verstehst die Welt nicht mehr. Du hast alles gegeben. Du hast dein Herz gegeben. Du hast deine Liebe gegeben. Du hast deine Ressourcen gegeben. Und dann wirst du zurückgelassen wie eine leere Hülle. Ja? Und dein Gegenüber sucht einen neuen Wirt. Sucht ein neues Opfer. Ja, das ist einfach mal dieser Regelkreis. Einfach damit ihr begreift, dass hier die wenigsten Opfer wirklich schwache Personen waren. Das würden nur Hyänen machen. Das würden nur Schwache machen, dass sie in der Dunkelheit sich annehmen und ein Tier reißen, was eh schon beschädigt oder verletzt ist. Sondern in der Wirtschaft, im Beruf, auch im Familie, also im menschlichen Umfeld ist es so, dass die Leute angegraben werden, die größten Ressourcen oft haben, entweder machttechnisch oder ökonomisch oder eben das größte Herz haben. Weil da kann ich mir ja am meisten holen. Und da ist auch die Fallhöhe am größten. Also ein Psychopath will ja, der versucht ja Macht auf dich auszuüben. Der versucht dich hochzuhieven und je höher du dann bist, desto mehr schlägst du auf und desto mehr kann sich ein Psychopath dran freuen, wenn du dann vollkommen vernichtet am Boden legst. Ja? War jetzt heute vielleicht ein bisschen gruselig, das Video, so vom Verlauf, aber es ist mir wichtig, dass er das begreift, dass er diese Spiele erkennt, weil die gibt es nicht nur familiär oder partnerschaftlich, die gibt es überall, die gibt es in Unternehmen, die gibt es in der Politik. Ja? Guckt euch um, macht eure Augen auf. Und seid einfach kritischer. Und glaubt an eure Stärke, ja, weil gerade die stärksten Leute, ich habe es benannt, werden meistens, die versucht man am meisten auszusaugen. Ne? Gut, das mal wieder ein Zwischendurch-Video, ein rotes Schal-Video für euch. Ja. Ich hoffe, dass es euch wieder ein bisschen was gebracht hat. Ja. Wer eigene Themen hat, das wisst ihr ja, ich kann keine Nachrichten mehr beantworten. Es ist mir einfach zu viel, schaffe ich nicht mehr. Also bitte am besten abends oder mittags hat man manchmal noch eine Chance bei mir, mich antelefonieren. Dann könnt ihr Termine machen und dann können wir ganz euer ureigenstes Thema anschauen und können da vielleicht einen kleinen Plan schmieden, wie man das am besten lösen. Vielleicht reicht manchmal eine Beratungsstunde, vielleicht braucht man 5 oder 10 Stunden, aber man kann, wenn man Hintern hochkriegt, ganz, ganz viel selber auch erledigen. Ja. Gut, dann bitte ich euch wieder um den Daumen, ich bitte euch wieder, das kräftig zu teilen für Betroffene und alle, die neu heute dabei waren. Ja, da freue ich mich, wenn ihr den Kanal wieder bis hier abonniert und ich euch ab und zu mal hier begrüßen darf. Und so sage ich euch wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Susanne Lorei.